Ich habe mich in meiner Studie damit beschäftigt, wie Tod in digitalen Spielen dargestellt wird und welche Rolle er dabei spielt. Dafür habe ich mir die Inhalte von digitalen Spielen angeschaut, aber ich habe auch den Konsum, die Gestaltung, die Vermarktung und auch die Online-Bewertung von digitalen Spielen untersucht. Dabei konnte ich feststellen, dass Tod im digitalen Raum eben nicht der Verdrängung im üblichen Sinne folgt, sondern dass Tod in digitalen Spielen auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt wird und sichtbar gemacht wird. Erstens wird Tod in digitalen Spielen von anderen Medien ins digitale Spiel hinein transportiert. Zum Beispiel gibt es den kopflosen Reiter, eine Todesallegorie, der den Weg aus Märchen, Legenden und Sagen über den Film ins digitale Spiel hinein gefunden hat. Zweitens gibt es kulturell etablierte Todessymboliken, wie beispielsweise Leichen, Geister, Schädel oder Skelette, die wirkungsvoll inszeniert werden zu Zwecken der Vermarktung, denn sie ziehen natürlich die Aufmerksamkeit potenzieller Spieler und potenzieller Käufer auf sich. Drittens ist es so, dass Tod eingesetzt wird, um Spiele, die Spielerzählungen auch anzustoßen, also den Anstoß zu geben, überhaupt das Spielen zu beginnen. Und das funktioniert über Aufgaben. Also Tod wird in Aufgaben überführt. Beispielsweise finde den Mörder oder erlöse die Seelen der Verstorbenen. Und viertens ist es so, dass gerade mit Blick auf die Spielebewertungen das abstrakte Konzept des sozialen Todes greift. Viele Spieler verwenden sehr viel Zeit und sehr viel Mühe auf das Verfassen von digitalen Spielebewertungen und können so unter Umständen soziale Ausgrenzungs- oder soziale Verlusterfahrungen kompensieren. Im Großen und Ganzen kann man sich die Frage stellen, ob Tod in digitalen Spielen nicht auch der Tod des Spielens ist. Denn ich habe aufzeigen können, dass Tod in digitalen Spielen auch sehr viel mit Arbeit und sehr viel mit ökonomischen Interessen zu tun hat.